benutzt doch mal ein Pferd. Nö. Sag ich doch. Mister, bitte, könnt ihr mir... Oh, dem Herrn sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Na dann. Es hätte doch einfach geholfen, hättest du auf ihn eingestochen. Cool, wir holen uns die nicht umsonst dran. Das nehme ich einfach nur dafür. Die Ernte wird sich schnell verkaufen. Diese Männer haben alles konfisziert und treiben die Preise hoch. Das ist nicht richtig. Das lief doch ganz gut eben, oder? Ich mag meine Wurfpfeile. Genau aus so einem Grund mag ich meine Wurfpfeile. Weil ja, du kannst den Konter... du kannst... die Verteidigung durchbrechen mit A. Aber wenn du mit dem Wurfpfeil einfach dem Typ in die Kehle schießt und zu Boden ziehst, geht das viel schneller und du musst noch nicht mal rangehen und einen Treffer kassieren. Leider habe ich nur 5 dabei. So, treiben wir doch hier mal wieder die Schulden ein, die wir gerade bezahlt haben überall. Kann ich angehen, dass wir hier permanent irgendwie Kohle da lassen. Und nichts wiederkriegen. Wobei, woher habe ich schon wieder die 16.000? Das muss ganz gut laufen derzeit. So, aber ich werde gesucht wie Schwein. Ich sollte mal kurz Urlaub da unten machen. Und nach Möglichkeit sämtlichem Ärger aus dem Weg gehen, was nicht einfach sein wird. Wir hoffen es einfach mal. Bisher sieht es ganz gut aus, aber ich sollte das nicht sagen. Denn das ist immer der Moment, wo alles schief geht. Hey, cool, geschafft. So, hallo, hier, Geld. Tschüss. Warum nochmal muss ich jedes Mal ins Haus reingehen? So, hier muss aber noch mehr sein. Weil sind er 60%. Haben wir ein Pferd? Oder Miss Carter sagt mir einfach, wo es weitergeht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah, da ist ein Pferd. Hallo, gehört das irgendwem? Nein, gut, dann ist jetzt meins. Für ein paar Minuten. Ich bring's zurück, beziehungsweise ich lasse es frei und es kann sich dann selber zurückbringen. Wenn es das nicht drauf hat, dann ist es nicht wert, euer Pferd zu sein. Habe ich nun beschlossen. Schwein, geh mir aus dem Weg. Hier echt im Kreis reiten, um zu gucken, ob ich, also wo ich, ne, den Kram herkriege. Ich könnte natürlich auch einfach auf die letzte verbleibende Truhe zureiten, aber... Besorg mir nur das Geld, oder du trägst die Konsequenz. Oh, guten Tag, Sir. Seid ihr gekommen, um seine Schulden zu tilgen? Wie nett von euch. Diese Stadt könnte mehr gute Samariter wie euch brauchen. Ich muss noch mehr Schulden eintreiben. Vielleicht wollt ihr mir den Ärger ersparen? Hat das jetzt wieder nicht gezählt, oder was?
Ich will mein Geld zurück. Dann reite ich weiter auf der Suche nach weiteren Aufträgen umher. Warte mal. Ah, mittlerweile hat sich schon einer ergeben. Okay, vielleicht klappt es ja diesmal und ich gebe das Geld nicht umsonst aus. Besorg mir nur das Geld, oder du trägst... Oh, guten Tag, Sir. Seid ihr gekommen, um seine Schulden zu tilgen? Wie nett von euch. Diese Stadt könnte mehr gute Samariter wie euch brauchen. Ich muss noch mehr Schulden eintreiben. Vielleicht wollt ihr mir den Ärger ersparen? Ich werde gleich handgreiflich. Oh, sehr schön. Ich darf handgreiflich werden. Noch besser. Könnt ihr mir... Oh, dem Herren sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Na, dann bring sie her, gib sie mir. Ich bin bereit. Hallo Pferd, brav. Bleib zurück. Oh, ernsthaft, Kumpel? So, du warst schon so gut wie tot, also stirb. Lass mich doch nicht von einem Toten treffen. Wo kommen wir denn da hin? Ernte weiter. Ich krieg gleich ein Problem, habe ich so einen Eindruck. Ja, da ist ja mein Problem. Ach, Scheiße, jetzt gehen sie auf den Bauern los, weil auch diese Kackpatrouille vorbeikommen musste. Lass den Bauern in Ruhe. Wo ist denn der? Scheiße, ey. Okay. Danke, ihr Arschlöcher, ihr habt mir meinen Triumph versaut. Weil ihr mit eurer Kack-Trommelpatrouille vorbeikommen musstet. Ich will kein Gift, ich will Rauchbomben haben für so einen Notfall mal wieder. Aufhalten! Ruf die Wache!
wieder auf der Flucht, wie erbärmlich. Da denkst du, hast endlich raus, wie es geht und dann sowas. Ich meine, ja, ich habe es überlebt, aber der Bauer nicht, was eigentlich blöd ist, weil der war so gut wie sicher, bis diese Kackpatrouille kam. Was soll ich Dobby nur sagen? Dass der Bauer gleich wieder lebendig geworden ist, offenkundig. Hoffentlich diesmal ohne Arschlochpatrouille. Vielleicht sind es aber auch nur wieder irgendwelche Leute, die sich nicht dafür bedanken, dass ich mal wieder 150 Euro gezahlt habe. Könnt ihr mir helfen? Pfund. Euro. Oh, dem Herren sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte. Sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein. Fang an zu ernten und hör auf zu reden. Zu langsam. Hab ich echt nicht kommen sehen, die Penner. Scheiße. Lass den Mann in Ruhe. Das kommt schon wieder so eine scheiß Truppe. Hast du langsam mal fertig geerntet? Doch jetzt nicht im Augenblick des Triumphes von euch töten! Na, schöne Scheiße, der Oberboss ist da. Mann, ey! Diese kacklange Animation! Ich hab ihn gehabt! Hauptsache, er steht erstmal auf! Wichser, ey! Oh, wie mies! Na egal, Hauptsache, die Kack hat gezählt. Ah, die schönen Rohstoffe, die hier alle rumlagen. Einer von denen hätte garantiert einen Pfeil dabei gehabt, den ich ihm opfern musste. Dieser scheiß langen Animation. Hauptsache, es sieht schön fancy aus. Oh, toll. Mal wieder 150 Dollar weniger. Besorg mir nur das Geld. Oder du kriegst die Konsequenzen und... Oh, guten Tag, Sir. Seid ihr gekommen, um seine Schulden zu tilgen? Weiß ich nicht. Hältst du die Schnauze, wenn ich dir diesmal 150 gebe? Diese Stadt könnte mehr gute Samariter wie euch brauchen. Ich muss noch mehr Schulden eintreiben. Vielleicht wollt ihr mir den Ärger ersparen? Boah, du Arschloch! Wie verbuggt ist die Pisse eigentlich?